Lieber Eckart Nordhofen, lieber Wolfgang Thierse, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier in der Katholischen Akademie in Berlin und an alle diejenigen, die zugeschaltet sind draußen per YouTube. Ich heiße Sie alle herzlich willkommen heute zur Vorstellung des neuen Buches von Eckart Nordhofen, Media Divina, die Medienrevolution des Monotheismus und die Wiederkehr der Bilder. Herder 2022. Professor Dr. Eckart Nordhofen lehrte Philosophie und Religionsphilosophie an der Goethe-Universität in Frankfurt. Er leitete die Zentralstelle Bildung der Deutschen Bischofskonferenz. Er ist Honorarprofessor der Universität Gießen für theologische Ästhetik und Bildtheologie. Und zuletzt veröffentlichte er eben jenes Buch, das wir Ihnen heute vorstellen. Und davor, das ist das aktuelle Media Divina, und davor das große Buch Corpora, die anarchische Kraft des Monotheismus, Herder 2018. Wolfgang Thierse war von, ich muss ihn eigentlich nicht vorstellen, aber doch der guten Ordnung halber 1998 bis 2005 Präsident des Deutschen Bundestages und später von 2005 bis 2013 dessen Vizepräsident. Was viele nicht wissen hier im Raum vielleicht oder doch mittlerweile einige, vor seiner politischen Existenz nach 1989 arbeitete Wolfgang Thierse als Literaturwissenschaftler und als Kulturwissenschaftler hier in Berlin. Diese Vorstellung gleich, die wir hier vornehmen, ist eine Premiere. Also wirklich eine Premiere. Das ist der erste Termin, an dem dieses Buch vorgestellt wird und es wird hoffentlich noch an vielen Orten vorgestellt. Es kam erst letzte Woche aus der Druckerpresse. Wir haben bis wirklich kurz vorher gezittert, ob es überhaupt hier sein wird. Es wird hier sein, es wird auch später verkauft werden. Und ich gratuliere dem Autor von Herzen zu diesem wirklich besonderen Buch und gratuliere auch dem Verlag Herder, dass er solche Bücher wirklich ins Programm aufnimmt und namentlich Beatrix Dombrowski, die heute für den Herder Verlag anwesend ist. Herzlichen Glückwunsch an den Herder Verlag. Und wir werden dieses Buch jetzt gleich erarbeiten, durch Fragen Ihnen vorstellen. Wolfgang Thierse wird das tun. Er hat dieses Buch ganz gelesen, ganz durchgearbeitet. Gerade beim Vorgespräch hat er mir nochmal in Erinnerung gerufen, er sei halt doch zu einem gewissen Grad Preuße. Und wenn er eine Arbeit übernehme, würde er das auch machen. Wie schaffe ich es, wie schaffen es Gottgläubige, den Willen Gottes zu tun, sich nach ihm auszustrecken? Das ist eine pointierte Formulierung, die im Buch immer häufiger vorkommt. Wie schafft es der Gläubige, sich nach Gott und seinem Willen auszustrecken und überhaupt zu erkennen, was dieser Wille ist und dabei nicht in die Falle der Usurpation zu tappen? Also in jene Haltung, die davon ausgeht, den Willen Gottes und seinen Heilsplan Gottes zu kennen und ihn dann zu exekutieren. Zum Beispiel, um auf das politische Feld zu verweisen, in der Form der Theokratie, in der die guten Differenzen von Staat und Religion, Kirche und Politik eingezogen werden. Der Ein-Gott-Glaube wird gefährlich, so Eckart Nordhofen schon in seinem Buch Corpora. Also dieses Buch Corpora widmete sich damals der Frage, wie ist das eigentlich mit dem biblischen Monotheismus, wann wird der eigentlich toxisch und wann eben nicht? Und wann entwickelt dieser die überraschend aktuelle anarchische Kraft für unsere Zeit, von der Eckart Nordhofen ausgeht? Wie vermeidet der Monotheismus also Usurpation und Theokratie? Und das lohnt wirklich die Mühe der Leser und der Denker, dem nachzugehen. Und das Buch Media Divina nimmt sich dieser Aufgabe an und geht von der Voraussetzung aus, dass die sorgfältige Rekonstruktion der Media Divina, der göttlichen Media, möglicherweise eine Antwort zulässt auf diese Frage. Wie vermeiden wir Usurpation und Theokratie? Media Divina, die Betrachtung der Gottesmeden lohnt sich also. Wir haben das Buch Corpora schon 2018 hier zusammen mit Wolfgang Thierse vorgestellt. Also das ist wirklich einmalig, das muss man einfach sagen, dass ein Spitzenpolitiker wie Wolfgang Thierse, ein Bundestagspräsident, ehedem sich der Aufgabe unterzieht, nur weil einer die Idee hat, wie ich zu sagen, wir stellen das hier vor und ich ihn dann frage, würdest du das lesen und dann die Fragen stellen? Und dann habe ich einen schönen Abend und er macht das und arbeitet das durch und stellt die Fragen dazu.
An einer Stelle, und damit will ich schon schließen, redet Nordhofen von dem grundsätzlichen Pensum aller Monotheisten. Also wir haben irgendein Pensum abzuliefern. Und dieses Pensum bestünde in dieser Durcharbeitung der Religionsgeschichte und der Mediengeschichte. Und das hat man auch irgendwie das Gefühl, Eckart Nordhofen würde laufend Pensen abarbeiten. Er hat irgendwie einen roten Faden, einen Leitfaden, das ist dieses Pensum, und das ist ein grundsätzlicher Bogen, aber dann unfasslich detailreich. Das sind immer Einzelstudien, die sich dann miteinander spiegeln und gegeneinander erhellen. Keine leichte Aufgabe, aber, das möchte ich sagen, eine, die Freude an der Lektüre bringt. Ich habe das also mit großer Wonne gelesen. Also jedes einzelne Kapitel nimmt den Grundfaden wieder auf und spiegelt es aus einer anderen Seite. Und es erschenkt einem viele Unterscheidungen, auf die man nicht verzichten sollte. Bin mal gespannt, ob wir jetzt in einer guten Stunde, was wir da ausschöpfen. Ich danke Wolfgang Thierse sehr. Und nochmal, lieber Eckart, ganz herzlichen Glückwunsch zu diesem wunderbaren Buch. Und herzlich willkommen Sie alle. Ich bin gespannt. Ja, meine Damen und Herren, Joachim Hake hat es erwähnt, vor 4 Jahren haben wir die Vorstellung des Vorgängerbuches von Eckart Nordhofen zur anarchistischen Kraft des Monotheismus hier veranstaltet. Dieses Buch ist insoweit ein erfolgreiches Buch, als es inzwischen eine 3. Auflage erfahren hat und ein Diskussionsband erschienen ist mit Kommentaren zu diesem Buch. Das ist viel in unserer theologischen Kultur der Gegenwart, wenn ich sie richtig beobachte. Das heute vorzustellende Buch ist eine Fortschreibung, wie der Autor im Vorwort ausdrücklich bekennt. Und auch ich bekenne, wie vor 4 Jahren, ich bin nicht Theologe, also nicht vom Fach, sondern ein Weltkind auf der Linken, wie der Spiegel mich 1990 mal genannt hat. Ich bin Kulturwissenschaftler, Germanist und habe mich zu DDR-Zeit in einer ganz ordentlichen Nische beruflich aufgehalten. Ich habe mich mit Ästhetikgeschichte befasst. Das vorweg. Und nun zu dem gewichtigen Buch. Wer das Buch in die Hand nimmt, schauen Sie dahin, erlebt sofort eine doppelte Irritation. Ein nicht leicht zu entzifferndes, nicht auf den ersten Blick und auch wohl nicht auf den zweiten Blick verständliches Bild. Es ist von Michael Triegel, dem Leipziger Maler. Und dann der Titel, Media Divina, wie zu übersetzen. Doch nicht etwa göttliche Medien. Göttliche Medien? Das wäre ziemlich kontrafaktisch angesichts unserer Gegenwartserfahrungen. Die Medien sind schließlich Teil und Mitverursacher unserer politischen und kulturellen Krise. Besser also Medien des Göttlichen oder eben Gottesmedien, wie Nordhofen in seinem Text immer formuliert. Von ihnen also handelt das Buch, aber von welchen Medien ist die Rede? Was ist der Gegenstand des Buches? Nordhofen vorheriges Buch war schon eine Mediengeschichte des Monotheismus, deswegen hieß es Corpora. Eine Mediengeschichte von einem ersten Medienwechsel vom Kultbild zur Kultschrift, zu einem zweiten Medienwechsel von der Kultschrift zur Inkarnation, zu Jesus und zum eucharistischen Brot als dem neuen Gottesmedium. Dieser Weg wird auch in diesem zweiten Buch weiter verfolgt und vertieft. Das Christentum, so die Betonung dieses ersten Buches, ist eben nicht im gleichen Sinn wie Judentum und Islam eine Buchreligion, sondern eine Religion der Inkarnation, ohne die Schrift zu verbieten oder zu verdrängen. Da hieß es in dem Buch, der Christ ist ein inkarnatorischer Monotheist. Jesus, so war zu lesen, ist das Maß und Modell der Inkarnation. Aber sie bleibt nicht bei ihm stehen.
Sie geht weiter im Brotbrechen in uns Menschen. Und wörtlich, dass ein Mensch sich zum Gottesmedium machen kann, dafür hat zuerst Jesus von Nazareth ein Beispiel gegeben. Und das Brot macht Jesus zum Medium seiner Präsenz über seinen Tod hinaus. Eine spannende Geschichte, ein dramatischer Prozess der Entstehung und Veränderung des Monotheismus, rekonstruiert aus den religionsgeschichtlichen Quellen, natürlich vor allem aus dem Alten und Neuen Testament. Es war für mich, daran erinnere ich mich, richtig aufregend, wie Nordhofen teilweise doch sehr vertraute Texte, Schlüsselstellen des Alten Testamentes, Gleichnisse, Jesu Worte neu auslegt, welche neuen Einsichten er ihnen abgewinnt. Besonders das Vaterunser und die Emmaus-Geschichte. Dieses neue Buch ist nun wieder ein Gang durch die Theologie- und Philosophiegeschichte, durch die Religionsgeschichte und vor allem diesmal und mehr als zuvor durch die Kunst- und Bildgeschichte. Es ist auch wieder voll tiefer, nachdenkenswerter Interpretationen von Texten aus dem Alten und Neuen Testament, zum Beispiel auch wieder das Vaterunser, etwa der Bitte ums tägliche Brot. Nordhofen liest die Bildgeschichte, die Kunstgeschichte gegen, das ist so ein untergründiger, polemischer Impuls, gegen das schlichte Fortschrittsparadigma, ein Paradigma für das Fortschritt, auch in der Kunst, weg vom Göttlichen, vom Religiösen heißt, Säkularisierung heißt. Oder positiv gewendet, es geht Nordhofen um den Versuch, das Phänomen der Sakralität, das in allen Religionen vorkomme, aus dem Proprium des Monotheismus zu begründen, so einleitend. Am Ende, so heißt es im Vorwort, geht es um die Verträglichkeit von Sakralität und Moderne, von Heilsgeschichte und Zivilgesellschaft. Sakralität versteht Nordhofen ganz katholisch, wenn ich es richtig weiß, was katholisch ist. Sakralität versteht er als zeichenhafte und zugleich sinnliche Vergegenwärtigung, als sichtbar machen der Alterität. Der Alterität, das ist ein Schlüsselbegriff in diesem Buch. Also der grundsätzlichen Andersheit, der Nichtverfügbarkeit, des Nicht-in-Besitz-Nehmen-Könnens Jahwehs. Also als Veranschaulichung des großen, nicht fassbaren, nicht sichtbaren Gegenübers zu einer funktionalen Welt. Als zur Sprache bringen eines nicht aussprechbaren, singulären, einer nicht aussprechbaren, singulären, kontrafaktischen Kraft. An einer Stelle heißt es, fast pathetisch, liturgischer Glanz bringt die funktionale Welt auf Abstand und entbindet die Kraft des transfunktionalen Gegenübers. Die Geschichte der Sakralität, ihre Wege und Irrwege, ihre Dialektiken zu verfolgen, das ist der spannende Inhalt des Buches. Ganz am Schluss beschreibt Nordhofen unter der Überschrift das Pensum seine Aufgabe. Ich zitiere. Jede Inspektion von Traditionen läuft auf eine hermeneutische Anstrengung hinaus. Dabei dürfen wir nicht das Grundpensum jedes Monotheisten aus dem Auge verlieren. Sein Gott ist nun einmal kein Phänomen, das heißt kein Ding in der Welt, auf das er nur mit dem Finger zeigen oder auf sonst eine Art empirisch vorzeigen könnte. Die Alternative, von ihm zu schweigen, mag für mystisch Hochbegabte reizvoll sein. Sie kommt aber nur dann in Frage, wenn dieses Schweigen ein beredtes Schweigen ist, das auf irgendeine Weise von einem Schweigen über nichts unterschieden werden kann. Wenn er in Sprache, Schrift
oder einer anderen medialen Darstellung von Jahwe handelt, benötigt der Monotheist Indikatoren, die diesen von der Darstellung empirischer Objekte unterscheiden. Ohne seine Alterität zu markieren, kann er nicht präsent gemacht werden. Genau das ist Nothoffs methodisches Instrument. Die Frage nach den Markierungen der Alterität, die Untersuchung von deren Wandlung durch die Geschichte. Das ist das Pensum, das er abarbeitet. Die Andersheit Gottes zum Ausdruck zu bringen, das ist für Nothofen das Zentrum monotheistischer Ästhetik. Die Andersheit Gottes zum Ausdruck zu bringen. Die Veränderungen dessen, die Paradigmenwechsel, machen deren Geschichte aus. Nothofen beginnt mit dem Bilderverbot am Beginn des Dekalogs als dem ästhetischen Urknall des Monotheismus. Das eigentliche monotheistische Ästhetik sieht er in der Simultaneität von Präsenz und Vorenthaltung, in der spannungsvollen Gleichzeitigkeit von Zeigen und Verhüllen, von Vorweisen und Verbergen. Diese Spannung, diese Dialektik macht Medien erst zu Gottesmedien der monotheistischen Art. Die Alteritätsmarkierung macht den Unterschied. Deren Geschichte, das heißt, deren Veränderungen, Wechseln, geht er nach. Das ist, finde ich, ein sehr heuristischer Zugang, der viele, viele erhellende Ergebnisse zeitigt. Ich nenne nur Stichworte seines Gangs durch die Geschichte. Die Geschichte von Moses, dem Dekalog und dem Volk Israel, der Sieg der Schrift über das Kultbild. Sodann der Unterschied von Kultbild und Ikone, das wechselseitige Verhältnis der Gottesmedien, Bild und Schrift, Schrift und Bild. Und dann der Qualitätssprung der Inkarnation, wovon schon in Corpora ausführlich die Rede war, Jesus als Inkarnation Gottes, die Eucharistie, genauer das eucharistische Brot, der Mensch als Gottesmedium. Dann verhandelt Nothofen den Paradigmenwechsel von den mimetischen Bildern der Antike zur Ikone, zeigt die Differenz zwischen Ikonen und Porträts, Ikonen als Verweise auf die Nichtdarstellbarkeit Gottes. Er verhandelte den Paradigmenwechsel von der Ikone, gewissermaßen zurück, Stichwort Renaissance, zum mimetischen Bild, eben in der Renaissance und der Folgezeit. Diesen Paradigmenwechsel beschreibt er als einen Wechsel vom Stil, das heißt der Alteritätsmarkierung durch den typischen, sag ich mal ganz laienhaft, den typischen Ikonenstil, herausheben aus der Wirklichkeit, wer wird je eine Ikone aus einem Abbild von Wirklichkeit verstehen. Also die Alteritätsmarkierung durch den Stil der Ikone, zum Sujet, zu dessen Narration der bestimmten Art, Nähe und Ferne, Erde und Himmel, Diesseits und Jenseits und so weiter zusammenzubringen. Also mehr zu sein, zugleich als Realismus. Mehr zu sein, als nur Abbild. Explizit tut er das beispielhaft und in sehr schöner Weise an Raphaels großem Bild Transfiguration. Wir kommen darauf zurück. Und weiter, der Unterschied zwischen den Renaissancen und den Reformationen südlich und nördlich der Alpen, wie ich finde, sehr treffend beobachtet,
mutige Bemerkung zur, so eine kleine Zwischenüberschrift zur Tragik des Protestantismus, nämlich den Gefahren des Prinzips sola scriptura. Dann kommt er auf das Grundmotiv der Passage in Renaissance und erst recht im Barock an Raphael gezeigt. Und schließlich können und sollen sogar die Kirchen, die sakralen Orte und Räume, Gottes Medien sein. Räume, so schreibt er, die ihm, der da ist, indem er sich vorenthält, eine stellvertretende, prachtvoll notdürftige Präsenz verschaffen. Welch treffend anspruchsvolle Definition sakraler Räume. Und sein Zwischenresümee, das muss ich wieder zitieren. Es hat auch genau die Überschrift, Zwischenresümee. Der Wechsel in der christlichen Bildnerei vom Ikonenparadigma zum Paradigma einer neuen Mimesis war ein Wechsel von einer Alteritätsmarkierung durch den Stil zu einer durch das Sujet. Nach den großen Wechseln vom Kultbild zur Kultschrift und von der Kultschrift zur Inkarnation, bei der der Mensch sich selbst als letztes und eigentliches Gottesmedium begreift, waren die Medien Schrift und Bild keineswegs verschwunden. Wenn sie weiterhin als Gottesmedien kandidierten, mussten sie sich immer an der monotheistischen Grundstruktur einer Simultaneität von Präsenz und Vorenthaltung messen lassen. Das schließt einen Wechsel der Wege, wie und mit welchen Mitteln diese Alteritätsmarkierung bewerkstelligt werden konnte, nicht aus. Denn, so schließe ich an, und so ist auch der weitere Gedanken- und Darstellungsgang, denn Alteritätsmarkierungen, also Zeichen, Hinweise, Darstellungstopoi der Andersheit Gottes, sie können sich verbrauchen. Sie können zu Pathosformeln gerinnen, die nicht mehr wirken, weil sie nicht mehr verstanden werden oder werden können. Wie geht es Ihnen zum Beispiel mit den Verzückungs- und Entrückungsplastiken von Bernini? Sie sind so fern, jedenfalls mir, als ich sie gesehen habe, dass ich eher in Abwehrstellung gegangen bin. Aber es gibt viele andere Beispiele. Bernini wird nur kurz erwähnt. Der Verbrauch, das Nicht-Verstanden-Werden, trifft auch Formen und Formen moderner Kunst. Da ist es nicht anders. Zumal der abstrakten Kunst. Nordhofen zeigt das ganz überzeugend, wie ich finde, an Barnett Newman und seinen monochromen Bildflächen. Was zu der Frage führt, geht es bei der modernen, der aktuellen Kunst überhaupt noch um Alterität, um Verweise auf Transzendenz, auf das ganz andere? Ist sie überhaupt noch oder etwa wieder religiös im nordhofischen Sinne? Er bezweifelt, ob die Frage erlaubt ist, aber er stellt sie doch energisch. Und er kommt mit dieser Frage bis zu Josef Beuys und Marina Abramowitsch und zu Christoph Schlingensief. Also zu Künstlern, die sich zum Medium machen. Aber wofür, für wen? Zum Medium ihrer selbst? Und nicht mehr? Nach dem Abschied vom Kunstwerk, von der Technik, dem handwerklichen Können, mit Marcel Duchamp, Sie erinnern sich, berühmte Pissoir, von wegen Kunstwerk, oder der Badewanne von Beuys. Nach dem Übergang ins Performative, ins Fließende, ins Selbstdeklarierende und Selbstdeklarative hängt die Antwort auf die Frage von Nordhofen noch mehr als je zuvor von der Wahrnehmung des Betrachters ab. Von der allerdings ist im Buch von Nordhofen nicht sehr viel die Rede.
Nordhofen verweist durchaus überraschend auf eine Ausnahme der modernen Entwicklung. Überraschend, nämlich auf Künstler der DDR, Künstler Ostdeutschlands und mit ihnen das Überleben handwerklich fundierter Maltechniken. Es ist eine schöne Rehabilitation von als gestrig bezeichneten Künstlern wie Wolfgang Mattheuer, Werner Tübke, Bernhard Heisig, die mir alle wohl vertraut sind. Ich habe ja schließlich mal etwas über ein Jahr in der Abteilung Bildende Kunst des Ministeriums für Kultur zugebracht, bis ich rausgeflogen bin. Und da habe ich die Herrschaften alle näher kennengelernt. Aber Nordhofen endet bei Michael Triegel, dem Leipziger Maler, dessen Bild das Cover des Buches bildet. Wir kommen am Schluss auf dieses Bild zurück. Meine Damen und Herren, welch ein Bogen. Respekt, Herr Nordhofen. Welch ein Gang durch Religions- und Kunst- und Bildgeschichte. Und welch ein reiches Buch. Und damit sind wir bei den Fragen. Und damit sollen wir ins Gespräch kommen. Ich beginne mit einer Vorfrage, Herr Nordhofen. Gibt es, so ist meine vielleicht leicht misstrauische Frage, gab es neben dem Impuls, das vorherige Buch fortzusetzen, manches klarer und differenzierter auszuführen, auch als Reaktion auf kritische und vor allem ermunternde Kommentare, vielleicht auch den Impuls der Sorge, dass in den Reformdebatten und Kämpfen der Gegenwart der Reichtum des Katholischen verloren gehen könnte. Ich zitiere auf Seite 15, wo mir das dann plötzlich aufgefallen ist, dass da was dran sein könnte. Liturgischer Glanz bringt die funktionale Welt auf Abstand und entbindet die Kraft des transfunktionalen Gegenübers. Den Satz habe ich schon zitiert. Und jetzt kommt der folgende. Seine befremdliche und oft auch beglückende Nähe zu markieren ist essentiell. Ihren Ausdruck im Lagerkampf der Kirchenreform zu terrorisieren, wäre ein schwerer Fehler, eine Sünde wider den Heiligen Geist. Wuchtiger Satz. Verrät er Ihr Motiv? Die Antwort ist ja. Na gut. Ich kann Ihnen auch den Auslöser benennen. Es werden ja jetzt aus jeder Diözese große Missbrauchsberichte an das Licht des Tages gezogen. Und der des Bistums Münster ist der Auslöser gewesen, weil dort nämlich der Berichterstatter, wie heißt er noch? Der Großbölting. Ein Buch geschrieben im Herder Verlag über die bösen Bischöfe. Nee, heißt ein bisschen anders. Ne? Aber was also den Punkt betrifft, er macht die Sakralität dafür, für diese ganze Misere verantwortlich. Also dass hier eine Ideologie, der sagt so seine Worte, eine Ideologie des Sakralen diese Priestermenschen schützt davor, dann also an den, ja, belangt zu werden und so weiter. Das muss man jetzt nicht wieder alles aufrollen, aber das habe ich gedacht, da ist was dran, aber da muss man jetzt Acht geben, die Art und Weise, wie man mit Sakralität umgeht, darf jetzt nicht so zum systemischen Kern eines Krebsgeschwürs entarten. Und deswegen habe ich auch so großen Wert darauf gelegt, dass eigentlich die Sakralität von innen her als das Pensum, wie jetzt mehrfach zu Recht gesagt wurde, begriffen wird. Nun zur Sache. Nordhofens Schlüssel zur Bildgeschichte des Monotheismus ist das Konzept, ich habe es schon zitiert, der Simultaneität von Präsenz und Vorenthaltung.
Und das Messlatte, Kriterium ist die Frage nach den Alteritätsmarkierungen. Und Sie gehen ja methodisch, pädagogisch ziemlich straight voran und wiederholen diesen Schlüssel immer wieder, zeigen ihn immer wieder vor. Schon auf einer der ersten Seiten des Buches heißt es, pädagogische Absicht, ich hoffe kühn darauf, dass drei Begriffe und eine Formulierung zum Merken wenigstens eine Zeit lang überleben können. Und deshalb wage ich zu fragen, erläutern Sie mal, wenn es irgend geht, ohne das ganze Buch wiederholen zu müssen, diesen Begriffsschlüssel, die Simultanität von Präsenz und Vorenthaltung, die Dialektik beider. Ja, und damit bin ich sofort im Zentrum, um das sich eigentlich alles dreht, nämlich dem großen Tetragramm. Das Tetragramm, vier Buchstaben, JHWH, nimmt kein frommer Jude in den Mund. Der sagt nicht Yahweh oder so, sondern der sagt Adonai oder Elohim, umschreibt das. Und weil für ihn diese vier Buchstaben das Allerheiligste sind. Diesem Allerheiligsten baut Salomo den Tempel. Und dieses Allerheiligste ist auch von Jesus am Anfang, das geheiligt werde dein Name, das ist gemeint damit. Ja, der Name des Allerheiligsten, des Juden Jesus, der wird hier angerufen. Und da kann man durch eine bloße Begriffsanalyse zeigen, dass dieser Name ein Unikat ist. Das heißt, den kann es nur einmal geben. Also wenn einer sagt, die Ausrufung meines Daseins, der ich bin da, das ist mein Name, da ist der begriffslogischer Unterschied Extension, also Begriffsausdehnung, was fällt alles unter diesen Begriff, und Begriffsintention mit S, das ist der Inhalt dieses Begriffs, die fallen hier zusammen. Und die einfache Überlegung ist, oder dass die Konsequenz ist, der ist niemals und nie nicht da, begriffslogisch gesehen. Und diese Qualität muss man sich mal überlegen, was da für ein Verheißungspotenzial drin ist. Niemals und nirgends nicht da zu sein. Und das ist ja nicht irgendein Dasein, was weiß ich, wie die Materie, sondern das ist ja ein personenbezogenes Dasein. Ich bin für euch da, so wie das eingebaut ist in die Befreiungsgeschichte von Exodus. Die muss man zum Verständnis dieses großen Namens natürlich mit heranziehen. Also in diesem Namen steckt ein Befreiungspotenzial. Und dass Jesus dann hergeht und das einlöst, das ist im Grunde genommen nur konsequent. Und deswegen kann man die Linie wirklich so durchziehen, dass man zeigen kann, auf diese Geschichte, diesen großen Namen, das Allerheiligste des Judentums, kann man nicht verzichten. Ja, aber noch einmal, dieser Zusammenhang, dieser spannungsvolle Zusammenhang von Präsenz und Vorenthaltung. Ja, also der Name enthält ja vor, das passt ja zum Bilderverbot, das, was normalerweise zu einem Namen gehört, nämlich man muss ja auf den zeigen können, der den Namen trägt. Ja. Zum Namen gehört eigentlich normalerweise eine Referenz. Worauf bezieht er sich? Mhm. Auf eine Person. Ja. Mhm. Und hier wird eine Personenqualität beansprucht für einen, der sich gleichzeitig entzieht. Das ist der Unsichtbare, von dem es auch kein Bild geben darf. Das ist sozusagen die Antwort auf die Kultbilder der Polytheisten. Und deswegen diese Dialektik von Präsenz, ich bin der Präsente, meine Gegenwart, mit der kannst du immer und überall rechnen, aber du kannst mich nicht greifen, du kannst mich nicht dingfest machen, du kannst auch nicht hergehen und meinen Willen usurpieren und sagen, jetzt weiß ich, was du willst. Davon kannst du im Einzelfall überzeugt sein, aber sicher sein kannst du nicht. Du musst immer sozusagen den Vorbehalt mitdenken, mittransportieren. Nun ist ein wichtiger Begriff
der Alteritätsmarkierung. Da bin ich sehr dankbar, dass Sie den so heranziehen, denn der ist ja nicht schön. Nein, und deswegen habe ich immer überlegt, wie kann man das übersetzen in einer. Und habe ich gesagt, am ehesten fiel mir ein, und vielleicht ist das ganz falsch, ich habe von Brecht gelernt, Begriff der Verfremdung. Sein episches Theater bedient sich des Instruments der Verfremdung, um Einfühlung zu verhindern. Das ist sozusagen die polemische Gegend. Ist das eine, wäre das so etwa eine das säkulare Entsprechung? Das ist ein guter Hinweis. Ja. Die Rosenzweig und Buber, was wir das Alte Testament nennen, ihre Bibel, die hebräische Bibel, in sehr expressionistisches Deutsch übertragen haben, berühmte Übersetzung, die haben von Einfremdung gesprochen. Mhm. Da soll der Leser soll merken, das ist jetzt nicht Bibel im einfachen Deutsch. Ja, das wäre sozusagen die Gegenposition. Die Bibel versteht, wer versteht, dass hier Abstand zu halten ist. Und deswegen wünsche ich das noch, weil das eben ein bisschen unfreundlich gegenüber den Protestanten klang, was nicht unbedingt meine Absicht war, kann man ja sagen, es ist ganz konsequent, wenn die heutigen evangelischen Christen ihr Lutherdeutsch pflegen. Das Lutherdeutsch ist ja nun deutlich erhabener, fremd gegenüber dem Alltagsdeutsch, was wir so sprechen. Und auch da ist ein Moment von Sakralisierung drin. Das finde ich nicht verkehrt. Mhm. Naja, ich gestehe, dass mir diese neueren Übersetzungen in gerechter und welcher sonstigen zeitgenössischen Sprache nicht so gut gefallen wie die Luthersche Übersetzung. Das wäre die Konsequenz, dass man das für einen Irrweg hält. Ja. Ich habe mir nur eine Geschmacksäußerung getan. Ich will nicht ganz so grundsätzlich werden, steht mir gar nicht zu. Ja. Sie sprechen aber auch von, dann im Weiteren arbeiten Sie ja immer wieder aus, die Gefährdungen für die Gottesmedien. Das, ich nenne es mal jetzt verkürzt, das Alteritätsbild, doch wieder als Kultbild missverstanden wird. Das ist ja im Katholischen nicht ganz so weit weg und ein protestantischer Verdacht ständig, dass wir heiligen Bilder oder Bilder anbeten. Ausdruck von Volksfrömmigkeit. Was halten Sie für den entscheidenden Unterschied? Können Sie den noch mal kurz erläutern zwischen Kultbild, etwas salopp gesagt Götzenbild, und dem, was ich jetzt mal verkürzt nenne, Alteritätsbild. Bild, das diese Spannung aushält zwischen Dasein und Verbergen. Ja, dass das im Bild selbst auch zum Vorschein kommt. Wir haben mal auf einer Reise nach Mexiko in Chiapas erlebt, dass die Indigenen, die dort eine Kirche haben, aus der sie ihren Pfarrer schon wieder weggejagt hatten, dass die sich mit so heiligen Figuren unterhalten, wie wir beide miteinander. Und wenn die aber jetzt nicht funktionieren, dann kriegen die entweder Prügel oder werden auch verbrannt. Also das gibt's schon alles. Ja? Mhm. Und es gibt auch entsprechende Annäherungen im, wie man sagt, in der Volksreligion, im Katholizismus, wo auch Kultbilder vorkommen. Aber da muss man natürlich sehen, wie ist das Framing, wenn man sagen, müsste man sagen. Ja, wie wird das erläutert, wie wird das verstanden? Also ich glaube nicht wirklich, dass ein katholischer, wie man so immer so gerne sagt, ein erzkatholischer Beter die Figur eines der 14 Heiligen für die Person selbst hält, dass er diese Verwechslung innerlich vollzieht. Er braucht das, um sich sozusagen innerlich auch zu verbinden, braucht er diese Stimulanz, diese Anregung. Aber ich glaube schon, dass er weiß, da muss jetzt mal wieder eine Restaurierung her oder das ist jetzt, Naja, es gibt von Hans Belting, dem berühmten Kunsthistoriker, ja die Unterscheidung von Kultbild und Kunstbild. Sie gehen auch darauf ein. Ja. Kultbild ist Gegenstand der Verehrung.
Ikonen sind ja auch Gegenstände von Verehrung. Und das Kunstbild ist Gegenstand objektästhetischer Betrachtung, ein großer Unterschied. Liegt diese Unterscheidung nur in den Werken selber oder ist es nicht vielmehr vor allem ein Unterschied des Verhaltens des Betrachters, also ein Unterschied der Rezeption? Nun hat, ich will keinen größeren Ausdruck machen, aber in der modernen Ästhetikgeschichte gibt es eine Wendung zur Rezeptionsästhetik, die dann prononciert darauf hinweist, dass die Bedeutung eines Kunstwerks abhängig ist vom Betrachter, von dem Leser etc., von dem Interpreten. Die Bedeutung entsteht erst in diesem Akt der Rezeption. Ja. Und ist deswegen nicht getrennt von ihm, haftet sie nicht am Kunstwerk an oder nicht am Objekt. Das ist sozusagen der ästhetische Vollzug. Also man kann dann die Frage, ist das nun Idolatrie oder nicht, nicht nur ins Auge des Betrachters verlegen, finde ich, sondern das muss auch einen Anhalt in dem Objekt selber haben. Ich habe ja das Beispiel von der Chiesa Nuova in Rom gebracht. Da gibt es ein Kultbild, das ist die Kirche, wo der Filippo Neri begraben ist. Eine sehr schöne Kirche, nicht weit von Sant'Andrea della Valle. Und da gibt es also eine Mariendarstellung, eine Ikone, eine klassische Ikone. Das hat man oft in Rom, dass man in den Altären eine alte Ikone drin hat und dann nochmal außenrum Malerei. So ist das da auch. Da hat Rubens das Sujet, also Maria und das Kind, nochmal gemalt und das ist oben drüber, das verdeckt das eigentliche Kultbild. Und das ist die ganze Woche so, bis nach der Samstagsabend, Vorabendmesse, dieses Rubens-Teil weggeschoben wird und dann sieht man auf die alte Ikone. Rubens macht es anders, Rubens macht es durch barocken Überschwang und die Ikonenästhetik macht das durch Verfremdung. Gebrauche jetzt mal ganz bewusst den Brechtschen Ausdruck. Das heißt, man sieht diesen Bildern an, hier geht es nicht um eine fotografische Wiedergabe, eine Ähnlichkeit im mimetischen Sinn, sondern es geht um das Sujet, hier geht es um Mutter und Kind. Und dieses Sujet wird in der Ikonenästhetik, das kann man vielleicht mal andeuten, gerechtfertigt durch Philosophie, durch platonische Philosophie. Man sagt, das Bild hat Teil an dem, was es darstellt. Das ist die alte Metaxis, die alte Teilhabe-Philosophie Platons. Wir wissen aber, dass es nicht das Objekt selber ist, aber es hat daran Teil. Und deswegen werden die Ikonen in der orthodoxen Frömmigkeit auch geküsst und verehrt und so weiter. Ja, mit Weihrauch verehrt. Also das ist eine Sache, da muss man sich mit den Schriften, die parallel dazu entstanden sind, Pseudo Dionysius und Johannes von Damaskus, da gehe ich auch im Einzelnen ja drauf ein, muss man sich mal befassen, damit man dann nicht zu schnell von Aberglaube und so weiter redet und darüber den Stab bricht. Zur Bildgeschichte des Monotheismus gehört auch das Bilderverbot. Sie gehen darauf ein. Ja. Was meint das eigentlich, das Bilder? Welche Art von Bildern werden verboten? In dem, was man in unserem Bewusstsein so Bilderverbot nennt. Dass die Formulierung des ersten und zweiten Gebots im Zehngebot, im Dekalog, ist ja interessant. Da heißt es, sollst du kein Bild machen und über der Erde, unter der Erde und so weiter. Das sind, sollst dich nicht vor ihnen niederwerfen. Das ist die Antwort der Jerusalemer Intellektuellen auf das, was sie in Mesopotamien erleben. Dort werden solche Kultbilder eingeweiht mit sogenannten Einwohnungsritualen. Da wird eine ganze Woche im Zweifel wird allerhand veranstaltet, damit sozusagen der göttliche Geist, die Spiritualität, wie eine Batterie aufgeladen wird, sieht man ja auch nicht die Kraft, die da drin steckt. So sieht man auch nicht, die äußerlich sehen diese Kultbilder aus,
am Anfang genauso wie am Ende, aber dann ist also der Gott, der jeweilige Gott, um den es geht, in diese Kultbilder reingefahren. Und die Polemik, die sie bei Deutero, Jesaja, Jeremias und die sich durchzieht durch das ganze Alte Testament, die geht ja darauf hinaus, dass das eigentlich tot ist. Das ist selbst gemacht und weil es von Menschenhand, das ist die Formulierung immer, weil es von Menschenhand gemacht ist, deswegen kann es ja gar nicht das sein, was der Mensch braucht, nämlich ein echtes Gegenüber. Was er sich selbst gemacht hat, kann ja nicht wirklich ein Partner sein. Ja. Also das ist der Ansatzpunkt der Kritik, die da zu diesem Klärungsprozess führt, der dann den Monotheismus zum Durchbruch verhilft. Und deswegen ist dieses Bilderverbot sozusagen die Antwort auf diese polytheistische Einwohnungsritualisierung. Im eigentlichen Sinne zielt es auf Verbot des Kultbildes. Ja, genau. Es heißt, dass die Forschung einig ist, es ist nicht ein Bilderverbot, dass man keine Bilder mehr haben darf, sondern es geht nur um das Kultbild. Und deswegen sind auch die Juden, die in Dura Europos am Euphrat ihre Synagoge mit vielen Darstellungen geschmückt haben, die ganzen bekannten Episoden des Alten Testaments, das könnte genauso gut in der christlichen Kirche so zu sehen sein, die sind nicht vom Glauben abgefallen. Und wenn man genau schaut, gibt es auch Bildwerke. Auf der Bundeslade sind zwei Cherubim zu sehen. Ja. Mhm. Und wenn Sie in Israel alte Synagogen, wenn die ausgegraben sind, haben Sie Bodenmosaiken mit vielen bildlichen Darstellungen. Es geht also, im Islam ist es genauso. Es geht also nicht um Bilder überhaupt, sondern es geht immer um Kultbilder, um Gottesbilder, Götterbilder, Götzenbilder, wie es dann auch heißt. Ja. Trotzdem schreiben Sie an einer Stelle, die Rückkehr der Bilder im Christentum ist erklärungsbedürftig. Und an anderer Stelle, wenn es weitergeht, die nach den Bilderstürmen der Reformationen, die ja unterschiedlich stark und radikal waren, kehren auch die Bilder wieder, beziehungsweise Luther hat sie ja nicht ganz verabschiedet. Die Frage, warum wohl? Was ist es, was dazu führt, dass Religion nicht ohne Bilder auskommt? Oder ist eine Religion ohne Bilder überhaupt vorstellbar? Und wäre sie nicht ziemlich menschenfeindlich? Naja, es gibt ja Versuche, die dorthin zielen. Ja, also im Calvinismus wird das Bilderverbot sehr radikal gesehen. Ich bin mal mit einem amerikanischen Puritaner unterwegs gewesen und da war ich Student und habe also Amerikaner durch die Gegend geführt, kam nach Nürnberg und habe ganz stolz erzählt, wie hier eine St. Lorenz war das, glaube ich, die Kirche, die in Trümmern lag, nach dem Krieg mit viel Geld, wieder aufgebaut wurde. Why did they spend though so much money in rebuilding these churches? Und der hat mir dann erklärt, wie eine Kirche auszusehen hat, nämlich ein Versammlungsraum, bilderlos, vielleicht ein Kreuz als Symbol, ja, aber da ist dann auch kein Korpus dran. Da gibt es sehr radikale Positionierungen. Luther hat die Bilder für Adiaphora gehalten, das heißt, man kann sie haben, muss sie aber nicht haben. Und er hat sich gegen die Gewalt, gegen die Bilder, die der Thomas Münzer zum Beispiel propagiert haben soll, gewandt. Und es gibt sehr schöne lutherische Kirchen, die voller wunderbarer Freistoßwerke zum Beispiel sind. Aber auch immer, da kann man wieder mit Rezeptionsästhetik kommen und sagen, da liegt sehr viel auch im Auge des Betrachters, wie der Blick gelenkt wird, wie die Leute dann gelernt haben, mit diesen Bildern umzugehen und sie nicht für Fetische oder sowas zu halten. Es gibt an einer Stelle die schöne Formulierung, wenn das Allerheiligste des Tempels leer gelassen wird, reden auch die Steine. Sie werden zum Medium einer Botschaft der Vorenthaltung. Oder werden Tempel und Steine mit Ersatzbedeutungen aufgeladen? Weil unser menschliches Bedürfnis
als religiöses Bedürfnis die Lehre nicht aushalten kann? Und ist das nicht die Quelle all der vielen Ersatzreligionen, die wir unablässig wahrnehmen und die eine Lebendigkeit beweisen, das ist erstaunt und mit Neid erfüllt? Also anders gefragt, ist diese Dialektik, das Spannungsverhältnis von Präsenz und Vorenthaltung nicht das Konzept einer sehr, ich sag's mal ganz unsachlich, intellektuellen Religion, die so schwer für die vielen durchzuhalten und auszuhalten ist? Das kann man so sehen. Wichtig ist für mich immer, wie die beiden Pole, Vorenthaltung und Präsenz, aufeinander bezogen werden. Präsent ist auch das Kultbild der Polytheisten. Mhm. Ja, und deswegen gehe ich ja so weit und bin auch schon, wappne mich schon auf alle möglichen Shitstorms, dass ich sage, die biblische Religion hat ein Proprium, dass sie von allen anderen Religionen unterscheidet, und das ist die Vorenthaltung. Und diese Vorenthaltung kann unterschiedlich zum Ausdruck kommen, aber sie darf nie ganz verschwinden. Und ich finde, also die katholische, ich will jetzt nicht konfessionalistisch werden, aber der Weg, sich mit Verherrlichungsritualen herauszuwagen, einen feierlichen, festlichen Gottesdienst zu machen, mit allem, was dazugehört. Dazu gehört gehören Gewänder, gehört Weihrauch, gehört eine gute Musik. Schön wäre es, wenn auch eine gute Predigt da irgendwo dabei ist. Ja. Mal ist das eine gelungen, mal das andere. Michael Triegel hat seinen Weg zum Katholizismus so beschrieben, er war eigentlich drauf aus, mal so ein richtiges Hochamt, ein innerliches Hochamt zu erleben, und ist in einen Ostergottesdienst in San Marco in Venedig gegangen. Und dort hat er gedacht, das ist die Kirche, wo Gabrieli mit verschiedenen Echochören da unterwegs war. Und dann kam die große Ernüchterung, plötzlich kam ein Mensch mit so einer Klampfe in die Vierung gesprungen und hat dann, in Italien sind bestimmte Lieder, die wir so als Kinderlieder akzeptieren würden, da sehr populär geworden. Und es gibt da auch einen Niedergang der Liturgie, es gibt auch anderes, aber ich will das nicht verallgemeinern, aber das hat der Michael Triegel dort erlebt. Und sagt, da bin ich jetzt im Anflug abgestürzt. Ja. Mhm. Er ist dann hinterher irgendwie dann doch katholisch geworden, aber nicht durch die Überwältigung eines prachtvollen Hochamts, das er da versucht hat, sich reinzuziehen. Naja, aber ich frage nochmal, an einer anderen Formulierung heißt es, der Monotheismus der Latenz. Den durchzuhalten, auszuhalten, ja. Das verlangt ja gewissermaßen Widerstandskraft. Woher kommt sie? Und dass sie offensichtlich so gering ist, erklärt ja den Erfolg von Fundamentalismen verschiedenster Art. Ja, ja. Also denkst du mal an Brasilien und die evangelikalen großen Massenveranstaltungen, die dann im kennen Sie alles, brauche ich jetzt nicht darüber herzuziehen, aber das ist meiner Ansicht nach wie Fußball. Ja, also Fußball wird ja auch oft mit religiösen Metaphern bedacht, und auch da würde ich sagen... Und daraufhin die Politik mit Fußballmetaphern, nicht? So ist das. Also die Gesellschaft braucht auch einen Kitt, der sie so zusammenhält. Und das war in der Antike ja auch der Grund, warum man Sokrates, der ja auch gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß, und die Götter kritisiert hat,
die selbstgemachten Götter, ganz ähnlich wie das die Bibel tut. Andere Philosophen wie Xenophanes macht es zeitgleich mit Deuter Jesaja. Also warum ist in Griechenland das eigentlich die, wenn man das mal so sagen darf, die Leitkultur der antiken Welt war, warum ist da der Monotheismus nicht zum Durchbruch gekommen? Weil man den gesellschaftlichen Kitt der Polis brauchte, in den großen Panathenäen, in den Prozessionen, in den großen Dionysien, den Festen, auch den Theateraufführungen, die ja großartig waren. Da hat sich die Stadtgesellschaft als Gemeinschaft erlebt, und zwar im religiösen Sinn. Mhm. Diese großen Tragiker, das waren ja Liturgen eigentlich. Mhm. Ja, Sie wissen das besser als ich. Ja, also wenn ich es richtig verstehe, ist das, was Sie beschreiben, ja auch sozusagen ein Moment von Religionskritik. Dass dieser Monotheismus der Latenz, dieses Spannungsverhältnis der Simultanität von Präsenz und Vorenthaltung, sozusagen diese Kritik an den Gefahren von Bilderreligion, von Vergötzung von Bildern, der Gefahr, dass wir Menschen, die wir so das Bedürfnis nach Anschauung, nach sinnlicher Wahrnehmung, nach Emotionen haben, sozusagen immer latent in Gefahr ist, diese Bedürfnisse zu vergegenständlichen und das für Religion zu halten. Ich bin hin und her gerissen, denn wir leben ja in einer Zeit, wo wir mit Bildern in der Werbung, überall in den Medien überschwemmt werden. Also wir leiden nicht unter Bildermangel. Und wenn dann die Kirchen leergeräumt werden, ist das ein Kontrast, den könnte man so verteidigen. Ich finde aber eigentlich eine Ästhetik der Leere mit zwei E, die finde ich arm. Also da hat man sich jetzt auch schon, sondern die erste Kirche, die das vielleicht gemacht hat, um sozusagen in einer katholisch-barocken Welt mal ein Gegenstatement abzugeben, das mag Eindruck gemacht haben, war vielleicht auch wichtig, aber inzwischen ist für mich die Ästhetik der Lehre nicht mehr, ja, das letzte Wort kann das nicht sein in einer Geschichte, die wir ja erzählen müssen. Das Christentum ist ja eine narrative Religion, wo Geschichten erzählt werden und weitergegeben werden müssen. Und diese Geschichten sind natürlich auch bebildert. Denken Sie an die Kreuzwegstationen, an die Biblia Pauperum im Mittelalter, wo also bestimmte Grundbilder den Menschen immer vor Augen gestellt worden sind und wo damals Gregor der Große auch den Bischof Serenus von Marseille ermahnt hat, er soll nicht so radikal gegen die Bilder vorgehen, weil die Bilder die Gläubigen, die nicht lesen und schreiben können, die Illiteraten, darüber belehren, was sie zu verehren hätten. Ja, nicht verehren, aber was sie verehren könnten. Also das kommt ganz auf das Framing, auf die Situation an. Mhm. Wenn wir keine Bilder mehr haben, und Sie haben ja in Ihren letzten Fragen so ein bisschen darauf abgestellt, wenn ich das richtig verstehe, dass Bilder zu haben zu Menschen gehört, dass das so ein anthropologisches Proprium ist. Und wenn man die Bilder perhorisiert und sagt, Bilderverbot, ja, dass das eigentlich nicht sehr menschlich ist. Das glaube ich wohl auch. Und deswegen finde ich die Sache mit den Ikonen gar nicht so schlecht. Man macht Bilder und sagt, diese Bilder sollen jetzt nicht zeigen, wie der Heilige oder wie Gott ist, sondern es soll dir eine Möglichkeit geben, teilzuhaben am Heiligen. Aber die Differenz markieren wir, die Alterität markieren wir, indem wir die Bilder nicht mehr so beleuchten wie die Mimetiker. Ja, also da gibt es keinen Lichteinfall, da gibt es nur goldenen Hintergrund. Und die Gewänder fallen dann nicht mehr ganz natürlich, wie man das im Hellenismus sehr gut noch zeigen konnte, nicht nur in den Plastiken, auch in den Gemälden, die nicht so gut erhalten sind. Aber da hat man mimetisch gemalt. Ich habe ja diese, die erzähle ich immer wieder gerne, die Geschichte von Parrhasius und Zeuxis. Also das sind zwei griechische Maler, die
Griechen machen immer einen Wettkampf. Ist ja bei ihnen Religion, Wettkampf, Spiele. Und wer ist der Beste von uns? Wer ist der beste Maler? Und stellen ihre Staffeleien nebeneinander auf. Das steht alles bei Plinius dem Älteren, wenn Sie nachlesen wollen. Der eine malt Früchte. So täuschend echt, dass jedenfalls in der Geschichte die Vögel des Himmels kommen und wollen von diesen Früchten picken. Und der denkt jetzt, ja, jetzt mach doch endlich mal das Tuch runter von deiner Staffelei, damit man mal sieht, was hast du denn jetzt gemalt? Greift hin und siehe, das Tuch war nur gemalt. Also das ist, hat natürlich dann der Tuchmaler gewonnen. Das ist die antike Vorstellung von guter Kunst, von guter Malerei. Es ist nicht ganz so einfach, weil dann auch gerade in der religiösen Kunst zur Zeit des Platonismus auch andere Dinge damit reinspielen. Aber diese Mimesis, die wollen die Ikonen, davon verabschieden sich die Ikonenmaler ganz bewusst. Der Standard in den Werkstätten des Oströmischen Reiches, das ja nie untergegangen ist bis 1452, ja. 53. Da sind ja die Maler- und Künstlerwerkstätten durchaus noch in Betrieb gewesen. Die hätten es gekonnt, wenn sie gewollt hätten, aber sie wollten eben anders. Sie wollten Alterität markieren. Das 19. Kapitel des Buches gerät zu einer, wie soll ich das nennen, fulminanten Kritik bestimmter, wie Sie sagen würden, Entleerungstendenzen der gegenwärtigen Kirche. Vorher, weit vorher, ist eine emphatische Beschreibung dessen, was katholisch ist. Der Blick des Monotheisten fällt nur auf Vorläufiges. Das, was ist, ist noch nicht fertig. Es könnte auch ganz anders sein. Um darüber nicht zu schweigen, braucht der Monotheist die großen und kleinen Feste, der Liturgie, Kathedralen und Kapellen, ja auch Gewänder und Weihrauch, Weihrauch als wohlriechendes Medium der Befreiung aus dem Sklavenhaus des Funktionalismus. Er erfreut sich an gregorianischen Gesängen und daran, wie modernitätskompatibel sie sind, an der Musik Johann Sebastian Bachs und Olivier Messiaens. Und noch einmal zitiere ich denselben Satz, liturgischer Glanz bringt die funktionale Welt auf Abstand. Und dann heißt es in diesem 19. Kapitel, im Innern einer Religion, die ihre Entstehung einmal dem transfunktionalistischen Abschied vom Nutzenkalkül verdankte, hat sich nahezu unbemerkt ein gruppendynamischer Funktionalismus der Horizontale ausgebreitet. Von der Graz-Verehrung zum Gemeindepicknick. So intoniert Hans-Jürgen Verweyen. Der fortschreitende Prozess der Entsakralisierung und so weiter und so fort. Das ist scharfer Tobak. Was räumen Sie alles weg? Ja, es ist ein Plädoyer für Sakralität. So ist das gemeint. Ja. Aber wie sollen wir sie verteidigen? Wie soll das gelingen? Etwa durch die Verteidigung oder Renaissance der vorkonziliaren Gottesdienstformen? Man kann die weiterentwickeln. Ich will die nicht repressionieren. Ich bin also kein Besucher von tridentinischen Messen oder sowas. Das wäre ein Missverständnis. Aber es gibt doch wunderbare Möglichkeiten, auch im Rahmen dessen, was in der Liturgie des Zweiten Vatikanischen Konzils in den entsprechenden Papieren vorgedacht ist, das auszufüllen und das mit Leben zu füllen. Ich kann da so viele Beispiele, die ich selbst erlebt habe, könnte ich jetzt anführen, aber will ja nicht hier ins... Nein, aber ich will Sie ja verführen zu einer flammenden Verteidigung des Katholischen. Ist noch nicht flammend genug, oder? Nein, das Buch ist eine flammende, aber heute, hier sind Sie noch nicht in Fahrt gekommen.
Naja, also wenn Sie das alles so schön referieren, muss ich ja jetzt nicht explodieren. Nein. Aber ich fühle mich sehr gut verstanden von Ihnen. Gut, wir machen es so. Denn auf dieses Kapitel, das 19. folgt das 20. gewissermaßen als Kontrapunkt. Es ist nämlich ein Kapitel über das Passagenwerk von Raphael. Und dieses große Bild wird da verhandelt, behandelt, die Transfiguration. Und diesen Abschnitt soll er mal selber vorlesen. Ja, also haben wir so verabredet. Und, ja, da ist es. Ah ja, das ist das letzte Bild, was Raphael gemalt hat. Und es wird entsprechend verehrt, hängt im Vatikan und heißt die Transfigurazione, Verklärung. Aber wie man sieht, geht es nicht nur um die Verklärung. Es sind im Grunde zwei Typen von Wunder hier zu unterscheiden. Das Wunder, das man braucht, um klarzumachen, was nicht gezeigt werden kann, dieser Wundertyp, der ist in den Erzählungen des Alten Testamentes mehrfach vertreten. Da steht das Wasser wie eine Wand rechts und links und die Kinder Israels können durchs Rote Meer marschieren. Da brennt der Dornbusch und der verbrennt nicht. Also es werden ständig Dinge erzählt, die es nicht geben kann. Das wissen auch die damaligen Leser. Und da wird sozusagen Alterität installiert, ganz bewusst. Und dann gibt es Wundergeschichten. Da hat man sich einfach gewundert darüber, was es alles im zwischenmenschlichen Bereich gibt. Zum Beispiel diese Heilungen. Und die Heilungswunder, die würden heutige Placebo-Forscher darauf zurückführen, dass hier eine Intervention stattgefunden hat, wie es die dazu führt, dass an die Selbstheilungskräfte des Menschen appelliert wird. Und das war damals aber auch nichts Christentums- oder Jesus-spezifisches. Da gab es sogenannte Theoi Andres, göttliche Männer, die sind wie die Scherenschleifer durchs Land gezogen und haben Kranke geheilt. Und auch die Jünger Jesu haben schon versucht, einen epileptischen Jungen, um den es hier im unteren Bildteil geht, zu heilen. Und es ist ihnen nicht gelungen, Jesus gelingt es dann. Und diese zwei Wundertypen muss man hermeneutisch unterscheiden natürlich. Aber Raphael bringt jetzt auf ziemlich geniale Weise die beiden Geschichten, die in den Texten direkt hintereinander stehen, zusammen auf ein Bild. Und da habe ich dann mal versucht, mich mit diesem Bild, was auch künstlerisch ja sehr eindrucksvoll ist, Sie kennen es sicher alle, nochmal zu meditieren. Also, Raphaels große Tafel zeigt die beiden in ihrem Charakter so verschiedenen biblischen Szenen zunächst einmal deutlich getrennt. Anders als die Textvorlagen ordnet er sie nicht nacheinander, sondern über und untereinander an. So gewinnt er intuitiv ganz der hermeneutischen Eigenart der Texte entsprechend zwei Wirklichkeitsebenen, die er allerdings gleichzeitig vorstellt. Das ist in diesem Fall wichtig. Das Bild kann etwas, was der Text nicht kann. Es ist nämlich diese Gleichzeitigkeit, die dem Bild zu seiner besonderen Pointe verhilft. Während die Oberhälfte im hellen Licht der himmlischen Verklärung erstrahlt, heben sich die erregten Figuren der unteren Partie vor einem dunklen Hintergrund ab. Der Unterschied ist so auffällig, dass einige Kunsthistoriker die untere Hälfte den Schülern Giulio Romano und Francesco Penni zugeschrieben haben. Erst die letzte Restaurierung konnte diese These widerlegen. Die Verklärung taucht ja Raphael in einen alteritären Glanz, der die Texte noch überbietet. Bei Markus strahlt das Gewand Jesu, wie es heißt, so weiß, wie es auf Erden kein Bleicher machen kann. Bei Matthäus wurde Jesus, zitiere, vor ihren Augen verwandelt, sein Gesicht leuchtete wie die Sonne und seine Kleider wurden blendend weiß wie das Licht. Raphaels Gestalt des Verklärten hebt sich vor einer weiß leuchtenden, anthropoiden Wolke ab,
aus deren waberndem Formenfluss ein Blick, der Gestalten sucht, das machen wir ja oft, wenn wir in Wolken schauen und so, hier einen Arm, dort einen Kopf ausmachen könnte. Jesus ist in dieser lichten Aura der Schwerkraft enthoben und schwebt gelöst, frei und frontal über dem Boden. Auch davon wissen die Texte nichts. Sein Blick ist in faszinierender Uneindeutigkeit nach innen und nach oben gerichtet. In einer oranten Geste breitet er die Hände aus, natürlich noch ohne Wundmale. In sein Haupthaar und sein weißes Gewand ist ein kräftiger Wind gefahren. Rechts und links von ihm schweben ebenfalls schwerelos, gegenwärtig und befreit von den Fesseln der Zeit, Mose und Elia. Sie streben dem Verklärten als seine Begleiter entgegen. Wir sehen sie von der Seite, wie sie sich der Zentralfigur zuwenden und auch ihre Gewänder bauscht der Wind. Mose, der Mann des Gesetzes, und Elia, der als Vorbote des Messias galt, rahmen Jesus ein. Gesetz und Propheten, das ist die Formel, die Jesus selbst verwendet, wenn er von seiner Heiligen Schrift spricht. Hier bildet er die strahlende Mitte zwischen dem Mann des Gesetzes und dem Propheten, der das Kommen des Messias ankündigt. Auf einer Art Plattform, die den Gipfel des Hohen Berges, wie es heißt, angibt, liegen hingestreckt die drei Jünger, Petrus, Jakobus und Johannes. Sie sind die Auserwählten, denen gezeigt werden soll, wie der Verklärte mit den großen Protagonisten der Heilsgeschichte spricht. Auf dem Bild verrichten die Schwebenden, außer dass sie sich vor den Zeugen zeigen, nichts. Sie sind erschienen, um sich zu zeigen und gesehen zu werden. Raphael stellt den Betrachtern eine erzählte Ikone vor Augen, zeigt ihnen dann aber sofort den Übergang vom Sehen zum Nichtsehen. Hier wird die Bildtafel, indem sie den Betrachter mit einbezieht, selbstreferenziell. Sie thematisiert das Sehen, genauer die Sichtbarkeit der alteritären Wirklichkeit. Die Jünger liegen vom Geschehen überwältigt am Boden. Petrus, die mittlere der drei Gestalten, hält sich, während er sich halb vom Boden aufrichtet, versteckend die Hand vor die geschlossenen Augen, während er das Gesicht dem Verklärten zuwendet. Er wollte aufschauen, kann aber das Licht nicht aushalten. Auch Johannes, rechts von ihm, verschattet mit der Hand das Gesicht und wendet den geblendeten Blick nach unten, während sich Jakobus ganz und gar zur Erde wirft. Raphael tritt genau die Passage zwischen Sehen und doch nicht Sehen, trifft er. Diese Passage erzeugt die Erkenntnis, auf die es ankommt. In dem Augenblick, in dem eine Stimme aus der Wolke den Vorschlag des naiven Petrus, drei Hütten zu bauen, ignorierend, den Verklärten identifiziert und beglaubigt, werden sie zu Boden gestreckt. Dieser ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe, auf ihn sollt ihr hören. Das war die Stimme. Markus schließt mit dem Satz, als sie dann um sich blickten, sahen sie auf einmal niemanden mehr bei sich außer Jesus. Raphaels Deutung gehört in die Klasse der inszenierten Vorenthaltungen, der demonstrativ verhinderten Seherlebnisse, wie in Exodus 33, wo das auch mal auf andere Weise passiert, wo Mose in einen Felsspalt gestellt wird. Er hatte Jahwe darum gebeten, seine Herrlichkeit sehen zu dürfen. Doch der hielt, während er vorüberzog, seine Hand über ihn, muss man sich mal choreografisch ausmalen, der hielt, während er vorüberzog, seine Hand über ihn und ließ ihn am Ende wissen, kein Mensch kann mich sehen und am Leben schauen und am Leben bleiben. Einer aber blickt den verklärten Jesus voll an. Es ist keiner der Zeugen auf dem Berg, sondern der besessene Knabe, der Protagonist der unteren Bildhälfte. Sein verdrehter Körper mit den spastisch nach oben und unten gestreckten Armen zieht die Aufmerksamkeit fast aller Umstehenden auf sich. Sie sehen, dass er etwas sieht. Während er nach oben schaut, schaut alles ihn an. Als einziger kann er mit irren Augen und offenem Mund in die Helligkeit der Verklärung blicken.
Dieser Blick aus der dunklen Zone ist überhaupt die einzige Verbindung zwischen unten und oben. Niemand sonst schaut auf den Verklärten. Das ist höchst erstaunlich, denn was könnte spektakulärer sein als das, was es oben zu sehen gibt? Zwar recken sich noch zwei Arme in die Höhe und einer zeigt sogar mit dem Finger auf den Verklärten, blickt dabei aber den Knaben an, so als wollte er ihn auf Jesus verweisen, der dann vom Berg herabsteigen und ihn heilen wird. Himmel und Erde, hell und dunkel, oben und unten. Der elementare Dualismus der Transfiguration ist ein einziges Plädoyer gegen eine Weltsicht, die sich mit einer einzigen, eingeebneten Wirklichkeit begnügt. Raphaels Passage wird dadurch erzeugt, dass er die beiden so heterogenen Sphären in unwahrscheinlicher Gleichzeitigkeit vor Augen stellt. Der himmelnde Blick, wie die Kunsthistoriker die nach oben gedrehten Augäpfel nennen, für die später vor allem Guido Reni berühmt werden wird, gehört in den folgenden barocken Jahrhunderten zum Standardrepertoire religiöser Bilder. Soweit. Dankeschön. Jetzt haben Sie eine Kostprobe von der Beschreibungs- und Interpretationskunst Nordhofens. Und davon gibt es mehrere schon. Das lohnt die Lektüre. Zum Schluss möchte ich Sie noch verleiten, uns zu erläutern, warum Sie dieses Bild für das Cover ausgewählt haben und wie Sie dieses Bild verstehen. Denn ich gestehe, ich habe es bei der schlichten Betrachtung nicht recht entschlüsseln können. Das ist Absicht gewesen. Ja, und deswegen will ich Sie jetzt nun verführen, dieser Absicht zu folgen, uns aber trotzdem aufzuklären und nicht im Dunkeln zu belassen. Ich würde lieber erklären, warum ich das doch tue. Na ja, dann legen Sie los. Also, was wir sehen, ist erstmal ein Mensch. Nicht hässlich, also ein nackter Mann, der da sitzt. Und das Jesuskind, das die Madonna anreicht, hält ihm Bilder vor die Augen. Das sind Bilder, die seltsam sind. Ein Totenkopf, der Apoll von Belvedere, ein schreiender Mann, der auf dem Kopf steht, und diese Ikone, die da halb verdeckt ist, widme ich in dem Buch ein ganzes Kapitel. Das ist der berühmte Christus vom Katharinenkloster auf dem Sinai. Hier von Tegel einfach zitiert in einem Pasticcio. Dazu kommen jetzt noch allerhand Requisiten wie ein Rosenkranz und unten eher ekliges Viehzeug, also Kraken. Ja. Ein Bild, was ganz bewusst mimetisch ist, indem es wirklich perfekt die Anatomie des Mannes zeigt, auch das Kind und die Madonna, auch in der Verkürzung der Sicht von schräg unten, ist mimetisch perfekt. Aber diese Mimesis zeigt nicht die Dinge, wie sie sind, sondern sie zeigt, wie wir das, was wir sehen, auch nicht verstehen. Das heißt also, dass die Präsenz des Gezeigten zeigt auch gleichzeitig die Vorenthaltung. Und deswegen war ich, als ich das Bild gesehen habe, das ist also jetzt nicht kein Auftragswerk, das habe ich zweimal also deutlich gemacht, das ist ein Bild, was ich angetroffen habe, gefunden habe, heißt Theophanie, also Gotteserscheinung. Und diese Gotteserscheinung ist gekennzeichnet von Vorenthaltungen. Und das ist das, was mir gut gefallen hat. Es kommt durch etwas ganz Banales hinzu. Wenn Sie haben ja das andere Buch Corpora auch mitgebracht. Wenn Sie die beiden Bilder vergleichen, die ähneln einander. Das ist ein gewisser Wiedererkennungseffekt. Ja, das versteht die Frau vom Herder Verlag, glaube ich, ganz gut. Ja. Ja, wenn Sie mehr kann ich Ihnen, also ich kann jetzt nicht sagen, was der Tintenfisch, der da unten steht, bedeutet. Wir können Tegel zwar mal fragen, aber ich weiß nicht, ob er uns
ob das beabsichtigt ist, ah, ob man seine Bilder so betrachten soll, dass man sie dekodieren soll. Ah. Das gibt's auch. Ich habe da auch für Beispiele aus der Frühzeit des Stilllebens gebracht, von Peter Arzen. Zwei Beispiele, die wollen dekodiert werden. Hier ist eigentlich die Botschaft des Bildes sehe ich in der Simultaneität von Präsenz und Vorenthaltung. Mhm. Nun gibt es dies auch so etwas Vergleichbares, nur eben nicht als Theophanie, sondern als Verrätselung bei Neo Rauch, ein anderer Leipziger Maler. Man steht vor den Bildern und man steht vor Rätseln und das ist beabsichtigt. Ja. Und man kommt über diese Hürde nicht weg. Ich bin gespannt, welcher von den beiden, der katholisch gewordene Triegel oder der mit Sicherheit nicht katholisch gewordene Neon Rauch, sozusagen in der Rezeption, in dem Erfolg, in der Wahrnehmung, in Anführungsstrichen erfolgreicher ist. Denn dass die Bilder gesehen und gelesen werden wollen, unterstelle ich beiden. Sie gehen einen durchaus verwandten, aber zugleich ganz gegensätzlichen Weg. Hier die zusätzliche Verfremdung durch altmeisterliches Handwerk. Und bei Neon Rauch sozusagen die Verrätselung dadurch, dass sozusagen ganz viele Anspielungen vermischt werden miteinander, sodass man sie nicht mehr auseinanderkriegt. Die sind übrigens Atelier-Nachbarn in Leipzig. Ja, ja. Und auch befreundet. Verrätselung ist Absicht bei dem einen wie beim anderen, nur die Wege sind verschieden. Aber die Verrätselung bei Triegel ist eine, die sich aus dem Fundus der christlichen Ikonografie bedient. Das ist nochmal ein wichtiger Unterschied. Mhm. Das heißt also, das Verhältnis zur Tradition ist nicht so, wie unsere zukunftsbesoffene Zeit es derzeit pflegt, nämlich, dass man überhaupt nur nach vorne schaut und nicht zurück. Und der Blick zurück, der lohnt sich, finde ich. Und es ist auch eigentlich fair, in einer Religion, bei der die Memoria und das Gedächtnis und die Pflege der Erinnerung im Zentrum steht, wenn wir auch die Gemeinschaft der Lebenden und der Toten pflegen, sollten wir jetzt nicht immer nur zu Gericht sitzen über unsere Vorfahren, sondern auch mal versuchen, sie zu verstehen. Und das Verständnis wächst, wenn man versucht, ihnen mal auf die Schliche zu kommen, auch handwerklich auf die Schliche zu kommen. Und dabei kommen dann noch andere Motive zum Vorschein, wie dass es eigentlich auch Spaß machen kann, diese Kunst weiterzugeben. Also einfach das Handwerk der Malerei auf einem Niveau zu pflegen, wie es sonst kaum einer hinkriegt. Meine Damen und Herren, ich wiederhole mich, dies ist ein sehr reiches Buch, dessen Lektüre Vergnügen macht Entdeckungen und Überraschungen, sieht etwas, was man nicht gesehen hat, auch wenn man ein bisschen die Kunstgeschichte kennt, natürlich nicht so gut wie Sie, nur ein bisschen. Und es ist ein, wie soll ich das nennen, brillant, intelligentes, konservatives Buch. Und das ist sowas, ist mir lieber als die vielen dummen, hochmodernen und fortschrittlichen Bücher, die tagtäglich zu haben sind und die wir gelegentlich auch lesen müssen. Ich empfehle es Ihre Lektüre. Und damit ist dieser Teil beendet. Und wir sollten jetzt noch, wenn Sie Lust haben, ins Gespräch kommen, Fragen an den Autor richten, Kommentare zu dem bisher Gehörten. Ich habe nur den Versuch gemacht, Sie zu verlocken, Ihnen den Mund wässrig zu machen auf dieses Buch. Mehr war ja nicht von mir zu erwarten. So, wer hat Lust,